Hallo Philipp. Wir sind heute wieder hier für unser nächstes CEO Trust Video. Worum geht es denn heute? Heute werden wir uns den Baustein Netzwerk anschauen. Sehr gut. Das heißt also an der Stelle das Thema Network. Das heißt, wir hatten uns ja schon jetzt mit zwei Bausteinen beschäftigt. Das war der Baustein des Benutzers, also der Richtig. User. Und wir hatten den Baustein Device, also das Gerät. Was ja hier im Grunde genommen ja auch einen gewissen Bestandteil hat. Genau, weil am Ende des Tages sind es ja wieder Identitäten. Genau. Das heißt, wir haben hier an der Stelle wieder unseren Kollegen, den Max. Und wir haben natürlich am Ende des Tages auch wieder irgendwo ein Gerät, über das der Max dann auf irgendwelche Ressourcen zugreifen kann. Genau. Und so vom Aufbauschema her, wird es heute wieder bei dem gleichen bleiben oder strukturieren wir das bisschen? Würde ich sagen, ja. Wir hangeln uns durch dasselbe Aufbauschema durch wie in unseren letzten beiden Bausteinen. Okay, das heißt also, wir haben hier an der Stelle wieder natürlich unsere Cloud- und On-Prem-Themen. Olli, nochmal für die Zuschauer, warum Cloud und On-Prem? Nun, wir haben jetzt zwei verschiedene Szenarien. Wir können natürlich irgendwelche Services oder auch Applikationen aus unserem Rechenzentrum On-Prem quasi zur Verfügung stellen. Oder aber wir nutzen zwar Cloud-Services, also SaaS-Applikationen von verschiedenen Anbietern. Ich denke, M365 ist jedermann irgendwo bekannt, die verschiedene Service zur Verfügung stellen. Und das ist ja unser Beispiel. Deswegen reden wir über Cloud und On-Prem, weil einfach das Ganze später als Hybrid irgendwo abgebildet wird in fast jedem Unternehmen. Ja, das ist auch ein guter Stichpunkt, weil wir sprechen ja heute auch vor mehr über das Thema der Applikationen. Mhm. Unser nächstes CEO Trust Video wird auch das Thema Application sein. Ja, das heißt also auch hier an der Stelle haben wir natürlich die Daten dahinter, aber wir wollen heute uns so ein bisschen auch auf die Applikationen stützen. Und du hast gerade darüber gesprochen, hybride Welt. Mhm. Wenn wir über das Thema Network reden, wie sieht es denn da aus in dem Thema VPN? Ganz schwieriges Thema. VPN ist natürlich, sagen wir mal, das Traditionelle. Das ist das, was Unternehmen heutzutage auch noch zum größten Teil abbilden. Das heißt, ich vergebe meinem Benutzer mit seinem Gerät Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk vollumfänglich. Das heißt also, wenn der Benutzer sich angemeldet hat, er hat sich seine Identität quasi dort bestätigt, dann hat er erstmal Zugriff auf das gesamte Netzwerk meines Unternehmens, das ich ihm entsprechend freigebe. Ist natürlich für Angreifer verlockend, weil sehr verlockend. Ich muss irgendwie die VPN-Verbindung knacken und dann komme ich ja in das Netzwerk. Exakt, ganz genau. Das heißt also, irgendwo brauchen wir ja da auch eine Segmentierung. Jetzt haben wir an der Stelle natürlich schon auf der Netzwerkseite her die ein oder andere Lösung, die uns auch gerade bei dieser Segmentierung unterstützt. Wir wollen heute aber, denke ich mal, ein ganz bestimmtes Thema unter anderem ansprechen, eine gewisse Technologie, die uns dabei unterstützen kann. Genau, das ist ja eigentlich, deswegen sprechen wir über das CEO Trust, das Konzept. Das heißt, wir wollen ja eigentlich konzeptionell denken und schauen in die Zukunft. Und ich denke mal, das wollen wir heute auch mal durchführen. Genau, das heißt also, an der Stelle sprechen wir heute über die Technologie ZTNA. Olli, was bedeutet denn ZTNA? Die Abkürzung steht für Zero Trust Network Access. Und wo würde die sich dann auch wieder ansiedeln, wenn wir hier vorne so ein bisschen in dem Bereich angucken? Genau, im Grunde genommen eigentlich davor, das wäre mir hier wieder unser Schlosssymbol. Das heißt, erstmal kommen wir hier nicht weiter. Genau, das heißt also, hier brauchen wir wieder unser Schloss und dieses Schloss führt uns an der Stelle dann zu dem ZTNA. Das heißt auch nochmal für die Zuschauer, der Max möchte über sein Gerät auf eine Business-Applikation zugreifen, möchte da zum Beispiel in der wahren Wirtschaft gewisse Sachen tätigen. Das heißt, er muss sich erstmal an das ZTNA connecten, um natürlich diese Applikation zu erreichen. Wenn er hier diesen Zugriff hat, und wir haben ja in den letzten beiden Videos über andere Technologien gesprochen, welche kommen dir da direkt in den Kopf? Ich denke, wir haben noch zwei Basistechnologien, die uns nicht nur nützen, sondern die wir ja auch einsetzen müssen. Ja, das ist eine Grundvoraussetzung. Ist einmal das IAM, also für das Identity Access Management, was in Verbindung steht mit unserem Benutzer Max, um hier die Identität des Max sozusagen bestätigen zu können. Und das zweite ist natürlich das Gerät, das Gerät selbst, das einmal entweder über eine sogenannte EPP-XDR-Technologie verwaltet bzw. Überwacht wird und verwaltet dann über ein UEM, also ein Unified Endpoint Management System, also irgendwas, was das Gerät an sich verwaltet. Mit den beiden haben wir ja schon eine Art Identitätsbestätigung der beiden Individuen.
der Benutzer bzw. das Gerät. Genau, das heißt also, das ZTNA ist natürlich dann auch nicht untätig und wir haben es ja jetzt auch in den letzten Videos öfters angesprochen. Es ist super wichtig, gerade auch in dem Zero Trust Konzept, dass eben diese unterschiedlichen Technologien miteinander sprechen. Ja. Und an der Stelle spricht natürlich das ZTNA-Thema auch mit dem IAM und mit dem EPP-XDR und UEM-System. Ja. Sehr gut. Das heißt also, an dieser Stelle haben wir hier die Möglichkeit, dass der Max irgendwo ein Stück weit auch validiert wird, auch an dieser Netzwerklösung und hat dann natürlich nachher die Möglichkeiten, auf diese Ressourcen zugreifen. Mhm. Wir haben eben darüber gesprochen, dass ein VPN uns ein Stück weit natürlich die Verbindung in ein bestimmtes Netzwerk liefert. Aber die Herausforderung ja ein Stück weit dann auch wiederum vorhanden ist oder auftaucht, dass derjenige dann theoretisch alles ansprechen kann, was in diesem Netzwerk ist. Mhm. Genau. Der ZTNA-Ansatz geht ja ein bisschen anders. Genau, exakt. Wie funktioniert das denn dort? Also hier konzentrieren wir uns nur auf das, was wir dem Benutzer sozusagen zur Verfügung stellen sollen. Also das, was der Benutzer als Berechtigung zugeordnet bekommt. Mhm. Ob das jetzt ein Service oder eine Applikation dahingestellt, aber wir müssen jetzt entscheiden, welche Zugriffe bekommt denn der Benutzer Max über das ZTNA in unser Netzwerk Zugriff und auf welches nicht. Mhm. Das heißt, der Max hat anscheinend gewisse Privilegien in dem Unternehmen. Genau. Ja. Und für die Zuschauer, um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, wir nehmen jetzt mal zwei verschiedene Applikationen. Das heißt, wir haben hier eine App, und zwar die App X. Mhm. Bei der App X, Olli, haben wir ja solche Sachen, dass wir unterscheiden können. Mhm. Wir haben hier irgendwo ein Protokoll. Genau. Und wir haben an der Stelle einen Port, damit wir diese Applikation irgendwie ansteuern können. Mhm. Kommt denn dazu noch was weiteres dazu? Ja, also mir würde so einfallen, zum Beispiel das Thema Verschlüsselung wäre zum Beispiel ein Punkt, den man damit berücksichtigen kann oder verwalten kann. Und das zweite sind Security-Checks, also Post-Checks, die noch durchgeführt werden können, ob der Zugriff soweit alles compliant ist. Und damit lässt sich es relativ gut steuern, halt welchen Zugriff genau der Benutzer Max auf die Applikation halt hat. Mhm. Genau, das heißt also, wir haben an der Stelle schon eine sehr, sehr genaue Definierung oder sagen wir, wir haben ein sehr genaues Profil, was der User Max mit der App X machen darf. Ich würde sogar sagen, man hat so ein gängiges Profil. Ne? Profile sind auch noch erweiterbar, das ist je nach Anforderungen, die natürlich jeder hat. Wir zeigen ja natürlich auch jetzt momentan nur ein Beispiel anhand eines Beispiels, aber denken mal, dass das eigentlich so die gängigsten Anforderungen, Profilanforderungen eines Benutzers sind, wenn er irgendwo auf Unternehmensressourcen zugreifen möchte. Mhm. Wenn wir jetzt aber darüber sprechen, Olli, dass der Max noch eine weitere App bekommt, und zwar die App Y. Mhm. Wie sieht das denn dort aus? Haben wir hier die gleichen Variablen, die wir mitgeben, oder unterscheiden die sich nochmal von der App X? Im Grunde genommen bei den Variablen ist man da auf derselben Ebene, selben Level, das sind dieselben Anforderungen hinten dran. Aber es geht ja noch, darüber sprechen wir gängigsten bei den ganzen Videos, die Thema der Identitäten. Mhm. Was wir ja in der linken Seite gezeigt haben, ist, der Max hat sich ja mit seinem Gerät an dem ZTNA sozusagen identifiziert. Wir haben ihn durchgelassen und vertrauen ihm, nachdem er sich hier quasi ein Kennwort eingegeben hat, sein Passwort, Zugriff auf die Applikation zu gewähren. Mhm. Was wir natürlich noch ein Szenario nehmen können, ist, dass man hier im Grunde genommen nochmal eine Authentifizierung, eine Identitätsprüfung nochmal mit einfügt. Mhm. Sehr guter Punkt. Quasi der Benutzer über das Zero Trust Network Access Stufe drüber hereinkam und sein Unternehmen wird trotzdem nochmal auf bestimmte sensible Bereiche nochmal zusätzlich reagieren. Das heißt also hier nochmal den zweiten Faktor einfügen oder ähnlichem. Genau, das heißt also an dieser Stelle hier haben wir nochmal ein neues Schloss und sobald der Max auf die App Y zugreift, muss er sich nochmal anders authentifizieren. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Das heißt auch wiederum, auch nochmal für die Zuschauer, um das zusammenzufassen, je nachdem, was der einzelne Benutzer von dem Administrator in das Profil reingemappt bekommt, also unterschiedliche Applikationen, unterschiedliche Geräte, auf die er vielleicht auch zugreifen möchte, kann jede einzelne Applikation, jede einzelne Anwendung, die wir dann am Ende des Tages auch starten, auch eine komplett andere
Konfiguration beinhalten und auch an der Stelle den Zugriff limitieren. Also sehr gezielt im Grunde genommen. Ne? Was wir vorhin bei VPN ist eigentlich mir erstmal alles sehr in der Breite offen. Was wir hier sagen ist, nein, wir wollen wirklich nur gezielt genau das zulassen, wofür derjenige auch dann Zugriff bekommt normalerweise. Richtig. Ja. Also an der Stelle haben wir irgendwo diese Mikrosegmentierung und unabhängig davon, ob wir uns in der Cloud oder in der On-Prem bewegen. Ja. Ne? Sehr, sehr schön. Olli, wenn wir das so ein bisschen reflektieren auf die letzten beiden Videos. Wir haben immer irgendwo einen Use Case mitgebracht. Wollen wir heute auch über einen Use Case sprechen? Das können wir machen, ja. Sehr gerne. Sehr cool. Also an der Stelle haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass wir das Ganze hier so ein bisschen limitieren, ein bisschen einschränken. Ne? Ist es nicht vielleicht an der Stelle auch ganz nett, mal so ein bisschen wiederzuspiegeln, wenn der gute Max vom Weg abkommt? Ja, was könnte das denn sein? Ich meine, das ist jetzt nicht ganz unabwegig, dass man auch einen Angriff von intern innen drin halt startet. Auch dafür wollen wir oder können wir uns auch schützen in dem Moment. Natürlich, wenn ich jetzt anfange, wir haben ja gesagt, wir definieren ein Profil anhand Zugriff, anhand von Kriterien, wie wir haben das Protokoll Port zum Beispiel. Das heißt, wir definieren einen bestimmten Port. Jetzt kommt der Max aber vielleicht mit demselben Protokoll, aber versucht über andere oder verschiedene Ports irgendwie Zugriff zu bekommen. Dann habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel sowas abzufangen über so eine ZTNA-Lösung. Das heißt, sie merkt, das ist nicht konform und in dem Moment wird ein Automatismus stattfinden, der einfach den Zugriff dann nicht mehr gewährt, sondern einfach verweigert. Genau. Das heißt also, wir sehen, also wir erhalten vor allem diese Visibilität. Ja. Zum einen wird der Max direkt daran gehindert, gegebenenfalls anders auf diese Ressource zuzugreifen, wie du es gerade gesagt hast. Aber zum anderen erhalten wir dann auch diese Visibilität. Das heißt also, gehen wir mal davon aus, dass der Max hier normalerweise mit dem Port 443 auf diese Applikation zugreift und auf einmal statt 443 den Port 8080 verwendet. Ja, dann würde das gar nicht funktionieren, weil der Max das Privileg dafür nicht hat. Ja, das heißt, wir kanalisieren diese Verbindung sehr stark und schreiben es ein Stück weit auch vor. Aber zum anderen haben wir auch die Möglichkeit, das mitzubekommen. Das heißt also, wenn hier gegebenenfalls mehrfach versucht wird, über einen anderen Port, über ein anderes Protokoll auf eine gewisse Ressource zurückzugreifen, haben wir die Möglichkeit, dass das ZTNA uns an der Stelle auch das Feedback dazu gibt. Und das Schöne daran ist, dass wieder, wie das in dem Zero-Trust-Konzept eben funktioniert, dass nachher am Ende des Tages diese Schnittstelle das Ganze auch an die anderen Lösungen weitergibt. Dass eben hier gegebenenfalls weitere Prozesse angestoßen werden, weil wir vielleicht hier ein anomales Verhalten entdeckt haben und dagegen natürlich reagieren wollen. Da sieht man wieder eigentlich, wie wichtig Schnittstellen sind. Ne? Diese Lösung einfach, also die Lösung an für sich selbst mit sich oder mit anderen kommunizieren müssen. Also offene Öffnung der Hersteller gegenüber anderen Herstellern über Schnittstellen für den Austausch oder für die Kommunikation hin und her. Exakt. Und ich denke, damit sind wir soweit auch schon wieder zum Ende gekommen. Und wir freuen uns, dass Sie heute wieder dabei waren. Wir freuen uns auf das nächste Video. Da werden wir uns mit dem Thema Applikationen beschäftigen und wie man die schützen kann. Und vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Video. Ja, vielen Dank.